Ja, wir wollen unseren Köder veredeln, sprich unsere Boilies. Hierfür verwenden wir eine Lebersäure. Den werde ich jetzt mal da reinschütten. Die Boilies werden nun durchmeliert, sodass sich die Flüssigkeit um den Boilie bildet. Dies wird nun 24 Stunden stehen gelassen, sodass der Boilie die Möglichkeit hat, diesen Liquid Flavor aufzunehmen. Nach 24-stündiger Stehzeit haben die Boilies noch eine gewisse Feuchte an sich. Nun kann man jegliche Arten Futtermischungen, Fischmehle, Gewürze verwenden, um den Boilie halt einzumilieren. Zeige ich das mal kurz. Dies verteilen wir überall, damit überall eine gleichmäßige, vernünftige Schicht entsteht. Nun haben wir einen perfekten, vorpräparierten Boilie. Diese Schicht löst sich später im Wasser langsam nochmal ab. Dadurch entsteht eine zusätzliche Lockwirkung, die die Karpfen sehr attraktiv finden. Gerade in überfischten Gewässern ist das manchmal der ausschlaggebende Punkt.